Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein Glossybox Unboxing für euch. Und zwar ist das die September Glossybox. Die ist heute bei mir angekommen und die wollte ich gerne mit euch zusammen auspacken. Also wenn ihr gespannt seid, was da drin ist diesen Monat, dann bleibt dran. So, also hier ist die Glossybox. Die ist noch eingepackt komplett, wie ihr seht. Und ja, die würde ich jetzt gerne auspacken und dann gucken wir mal, was da alles so drin ist. Also, als erstes zeige ich euch mal, wie die aussieht. Die ist richtig schön. Die hat ein richtig cooles Design, finde ich, dieses Mal. Ja, also hier sind jetzt so Gutscheine und Flyer und sowas halt noch drin, wie das halt immer in diesen Kartons drin ist. Und das ist die eigentliche Box. Also die sieht total schön aus, finde ich. Day and Night ist das Thema dieser Box und ja. Ich finde das Design halt ziemlich gelungen eigentlich. Also mir gefällt das gut. Ist mal was anderes. Vor allen Dingen schwarz und weiß, das gefällt mir persönlich immer richtig gut. Also die sieht jetzt so aus von innen. Die ist halt in weiß gehalten. Jo, und dann haben wir hier die Box. So schaut die aus. Also haben wir so ein Magazin drin, wie jeden Monat. Da sind dann die Produkte drin aufgeführt. Und ja, wie man halt vom Design halt auch schon sieht, auch wieder schwarz-weiß gehalten. Sehr schön. Ja, und da ist dann die Box. Die öffnen wir jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Die Preise bzw. den Wert der Box, das werde ich euch immer oben einblenden von den einzelnen Produkten, damit ihr nachvollziehen könnt, was da für ein Wert drin ist, ob sich das für euch lohnt. Ja, jetzt habe ich einmal hier drin einen Gutschein für 89 Euro für den Adventskalender von Glossybox. Ich denke mal, ich werde mir den nicht holen. So, als allererstes fällt mir hier ins Auge und zwar ein Parfüm. Von Esprit, Live by Esprit. Habe ich noch nie gehabt, kann ich gar nichts zu sagen. Natural Spray, also das ist Natural Spray. Das ist kein richtiges Parfüm, aber ich werde es mal rausholen. Also so sieht die Flasche aus. Ja, das ist eigentlich ganz groß, ich glaube. Ich muss mal gerade gucken. Das sind 40 Milliliter. Werde ich jetzt mal gerade riechen. Also es riecht ziemlich blumig und frisch, würde ich sagen. So ein bisschen sportlich eigentlich. Ja, riecht ganz gut. Also ich werde das mal auf jeden Fall testen. Und ja, ein Parfüm kann man immer gebrauchen, finde ich. Ich habe jetzt ein paar aufgebraucht und ja, habe jetzt nur noch so ein paar meiner Lieblinge daheim. Deshalb, ja, dann geht's weiter. Dann habe ich drin abziehbare Nagelfeile. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt? Also ich kenne das gar nicht. Je drei Lagen steht hier drauf. Also die kann man wahrscheinlich immer, wenn man die benutzt hat und das fertig ist, das Papier, kann man das wahrscheinlich abziehen. Also hier unten da sieht man das dann auch, dass man das hier halt abziehen kann. Cool, kenne ich noch nicht und ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier drin, das ist auseinander, einen Nagellack von Love. Einen roten, das ist, ich will gerade mal gucken, Remarkable Red ist das. Also ja, ein schönes Rot, also jetzt für die Herbstzeit und für Weihnachten und so, kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Finde ich auch gut. Dann geht's weiter. Ist ja nicht so viel drin, sind 5 Produkte drin in dieser Box. Und dann haben wir hier eine Mascara. Also die sieht wirklich schön aus von Manakata Blumenmascara Step 3 Perfect Jet Black. Also die hat eine ganz außergewöhnliche Form, die ist so verdreht und ja, ich werde die jetzt einfach mal öffnen und wir gucken uns das Bürstchen mal gemeinsam an. Schöner Inhalt. So, also ich habe die jetzt mal ausgepackt und ja, so sieht die aus. Ausgepackt, also richtig schön geschwungen und ja. Ist ein ganz außergewöhnliches Bürstchen. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen ribbelig und ja, ich denke mal, dass die ganz gut die Wimpern teilen wird. Also da bin ich mal gespannt drauf und werde ich auf jeden Fall ausgiebig testen. Manakata kenne ich noch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr die Marke und habt ihr da vielleicht schon was von? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau. So, und dann haben wir eigentlich schon das letzte Produkt, dann ist die Box schon leer. Camera Setting Puder.
So schaut es aus. Das ist von True Lucicious. Kenne ich auch nicht die Marke. Es ist auf jeden Fall vegan und ja, sicher getestet für Hollywood Make-up. So, also ich habe es mal ausgepackt. So schaut das aus. Ist so ein kleines Döschen, also das ist nicht besonders groß. Das passt hier so in die Hand rein. Und ja, ich weiß nicht, das sind jetzt 5,5 Gramm. Aber zeig euch das mal. Das ist halt so ein weißes Setting-Puder. Aber ja, ich teste das jetzt gerade mal auf meiner Hand. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein gepresstes Puder und das lässt sich aber ganz leicht hier rausholen. Seht ihr das? Also das ist ja wie Babypuder, würde ich sagen. So von der Konsistenz riechen tut es nach nichts. Und ja, ein Camera-Puder von True & Licious. Finde ich ganz cool. Also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich meine, Setting-Puder braucht jeder. Und genau. Also das war der Inhalt meiner Box. Die ist jetzt leer. Hier ist jetzt nur noch gegrisselt drin. So, also ich zeige euch jetzt nochmal. Das ist der Inhalt meiner Box gewesen und ja, also ich denke, ich bin ganz zufrieden mit der Box. Ich weiß nur nicht so richtig, was mich ein bisschen stört. Ich habe mir von dem Thema Day and Night mehr erhofft eigentlich. Also ich weiß nicht, was hier von Day and Night ist. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass dann diesen Monat irgendwie so eine Nachtpflege oder eine Tagespflege drin ist. Also was für die Haut halt oder ein Serum für die Wimpern vielleicht oder sowas, was man halt über Nacht einwirken lassen kann oder so, ne? Aber trotz alledem, ich finde den Inhalt richtig gut und ich denke, dass der auch vom Wert her ganz gut ist. Die Box kostet ja 15 Euro im Abo und ja, ich denke, der übersteigt das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video einen kleinen Einblick in die Glossy Box geben konnte. Ich werde die auch nochmal unten verlinken, dass ihr euch die, wenn ihr Bedarf habt, auch abonnieren könnt oder bestellen könnt. Die gibt es halt im Abo, im 3-Monats-Abo, dann gibt es die im halbes Jahr-Abo, dann gibt es die im 12-Monats-Abo, glaube ich. Und ich glaube, bei 12 Monaten ist sie dann halt viel günstiger. Dann kostet die, glaube ich, nur 12 oder 12,50 € dann pro Monat. Ja, da könnt ihr ja mal auf der Webseite gucken. Und für alle, die die Glossy Box kennen und auch abonniert haben, bin ich mal gespannt. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so in euren Boxen hattet, weil das variiert ja immer so ein bisschen. So, ihr Lieben, das war die Glossy Box September 2019 gewesen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick und ihr konntet euch ein Bild von dieser Box machen. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe die ganz gut vorgestellt, sodass ihr euch das halt gut vorstellen könnt. Ist ja mal ein bisschen schwierig. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen nach oben. Und eventuell möchtet ihr mich auch abonnieren. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und euch mal auf meinem Kanal umschaut. Ich bin noch relativ neu und ja, da freue ich mich natürlich über Feedback. Genau, das war es gewesen. Und da wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video jetzt schaut. Tschüsschen!